Ik heb dat natuurlijk nur im Fernsehen gezien oder hier auf meinem Internetapparat. Ja. Also, aber sonst ging das richtig ernst. Hat mir sehr gut gefallen. Hinten noch ein bisschen mehr Sicherheit, finde ich. Also, da vorne wieder schon auf gute Apfel. Hast du gehört mit Gideon Jung? Nee, habe ich nicht gehört. Der wird Montag operiert. Knorpelschaden im Knie. Sechs Monate. Ja, Knorpelschaden kennen wir auch. Ja, wobei, also, sie sind wohl optimistisch, aber fällt sechs Monate aus. Muss man da noch einen holen jetzt? Was ist gute Besserung, ja. Ich würde sagen, am besten zwei noch. Ne? Ein Innenverteidiger, der auch die sechs spielen kann und andersrum auch. So sehe ich den. Aber die findest du schon. Aber die gute Besserung. Mensch, das tut mir ja leid mit den Jungen. Ja. Aber ich habe immer das Gefühl gehabt, bei den jungen Leuten, manchmal ist das auch zu viel hier. Ich spiele zu viel, das Training ist zu viel und dann kriegst du den Knorpelschaden. Und dann kommen wir auch noch. Ne? Ja, bei euch kriegt er dann mit den Nerven, aber nicht mit dem Knorpel. Ja, stimmt, ja. Vielleicht hast du ja runter abgeperrt. Also geht hier nochmal alles Gute für dich. Halt die Ohren. Ich werde dich mal besuchen kriegen. Das ist eine gute Idee. Wird er hier operieren? Nee, in Augsburg. Oh nee, da komme ich nicht ganz hin. Mit dem Fahrrad. Mit das habe ich mit dem Rad. Nee, aber so gute Besserung. Und was hast du zu Fiedel? Soll er bleiben oder soll er München machen? Fiedel, euch möchte ich lieber noch mit den Kuchen befreunden mit den Alten oder soll ich München. Das werde ich auch nicht noch erfahren. Wenn du befreundet bist, dann... Jo, aber ich habe nicht viel gehört. Das ist schon mal ein Zeichen, dass er bleibt, oder? Gib uns mal einen Tipp. Ein Zeichen, also ich glaube, der Pendel geht hin und her. Ich weiß jetzt nicht, ob er bleibt und ich weiß auch nicht, ob er geht. Aber bei 5 oder... die Summen, die ihr geschrieben habt, also da kann ich ja gar nicht bleiben. Da bin ich ja nicht normal. Also, ja, das ist schon reizvoll, ne? Aber sportlich ist das ja hier seine Heimat. Ja, natürlich. Viele ist hundertprozentig HSV, da kann ich nochmal erwähnen. Und auch Anne Pöbler hier und Anne Hitzer. Ja. Der ist in den Himmel gehoben und jetzt lasst ihn den Jungen fallen. Der ist 18. Ja. Entschuldige mal eben. Und wenn ich da mit Geld zugeschmissen wäre, so gut. Also ich wäre nicht so gut gewesen, ich wäre gegangen, hundertprozentig. Auch als HSV. Du wärst auch schon für 3 Millionen gegangen, ne? Oh, auch für 300. Und jetzt noch für 300.000. Was sagst du zu La Soga? Was muss da kommen? Verlängern? Papier verlängern, Luge, der macht 20 Dinge. Da bin ich voll überzogen. Aber jetzt war Trainingslager ja noch nicht so. Ja, Trainingslager ist für ihn nicht wichtig. Der läuft sich gegen Kiel auf, dann werde ich erleben, dass er Granate fand. Und ich sag das immer wieder überall. Mit Pier werden wir nicht abgeschieden. Der hat die Leichten gemacht hier. Und die Elfmeter, die hat er reingeknallt. Ja. So ist das, so ein Mann musst du vorne haben, auch in der zweiten Liga. Darum sucht doch Tietze mal Außenstürmer, weil er ihn spielen lassen will. Und Winsheimer auch wieder zwei. Oder viele, ich werde nicht. Und die Neuen, was hast du für die Neuen bisher? Christoph Moritz? Ja, gut, der Moritz ist natürlich nicht in der Kamerade. Das ist ein gestandener Mann. Ja. Der hat unter Felix Magger trainiert, der war genau wieder los. Das heißt, Herder geht nicht, ne? Herder geht nicht. Und wenn die anderen hier die sechs Runden laufen, läuft der eine hinterher noch eine siebte. Das ist ein guter Mann im Mittelfeld. Und Winsheimer? Gute Ansätze? Kann ich nicht so sehen, aber ein gut ging da in Österreich. War gut. Hab ich gehört, was ich mit Moskau auch so. Also ich bin zufrieden bis jetzt. Auch wenn Gidi natürlich ausfällt, der muss ja noch hier binden, muss ja noch was machen. Aber wir verkaufen ja noch Leute hier. Da gehen ja noch Wege weg. Wer soll weg? Muss weg hier, das Wegefall. Ekdon muss weg. Der hat 30 Spiele nicht gespielt. Gute WM gespielt. Ja, aber nur, entschuldige, hast du nicht auf wieder eine Berge? Nein, entschuldige mal eben. Wir können hier nicht alle mit durchziehen. Das geht nicht. Ja, junge Kostic, Leute will ich ja sehen. So, viele auch. Der kann ja viel mehr. In meinen Augen kann der viel mehr. Aber wie gesagt, das bestimmt ich auch nicht, aber ich hätte ihn auch weggegeben. Ich glaube, der fühlt sich dann auch in der zweiten Liga hier nicht mehr wohl. Dann zieht er nur zurück und so. Aber hier muss er in der zweiten Liga. Wenn es mir auf die Socken hiebt, dann. So ist er. In der zweiten Liga muss ich immer haben, der grätscht. Die alten Tugenden, die Deutschen, die hätten man auch hier in Russland machen sollen. Dann wären wir weitergekommen. Was hast du jetzt bin ich schon wieder bei den deutschen Nationalmannschaften. Ja. Was hast du zur Arbeit bisher von Becker? Ralf Becker, der hat ja schon einige Spieler abgegeben, auch neue geholt. Ja. Narei macht einen guten Eindruck. Also, wie schätzt du das ein? Ja, Ralf Becker, also ich habe mich trotzdem mit Ihnen auch ein paar Worte wechseln hier, weil ich bin ja auch viel beim Training und so. Also das mit dem Essen zu liegen, aber der ist ein Herder. Da werde ich euch alle noch wundern. Das ist ein Herder. Der haut dazwischen, da bin ich von überzeugt. Ja. Der lässt sich auch nicht sagen von irgendwie, ich hoffe auch nicht von Hoffmann, dass Hoffmann mal wieder Gas gibt. Ne? Da müssen wir damit rechnen. Aber ganz schönes Brett, ne? Also der musste einiges. Er hat noch ein dickes Brett. Er muss die Leute auch Papadopoulos, er wohnt sich auch verhögern. Ja. So insofern. Nee, der Papa auch, also Papa wäre aber für mich einer. So liegt der Zweitligaspieler, der hinten alles wegholt. Ja, da hängt zwar auch am Geld, ne? Das nehme ich an, nur am Geld. Ja. So ein Papa wollte ja gerne hier bleiben, ne? Auch nicht da, ne? Das heißt, bisher mit dem Stand der Vorbereitung bist du zufrieden? Ja, mir möchte er auch anhand ein bisschen mit dem Dings hier. Hat er eine Verletzung da, ne? Ist wieder dabei heute? Also insofern. Den haben sie auch geschont, den haben sie ja geschont da in Österreich. Ne? Also, aber auch
Mann ist auch 31, aber ich mache ihn doch gerne, weil das ein Linksfuß ist, ein guter Fußballer nebenbei. Und jetzt Kapitän, ne? Ja. Als Werderaner Kapitän, ist das nicht schön? Und mich haben sie ausgepöbelt, weißt du das noch, wie ich mit Wiese gegessen habe. Gekickert hast du mit dem? Gekickert und noch ja. gegessen. Und er macht den Kapitän aus Bremen. Also jetzt wollen wir die Kugel ganz flach halten. Aber für dich eine gute Wahl. Natürlich, aber das ist ein geiler Typ. Auch, ey. Redet nicht viel, aber alles, was er sagt, hat Hand und Fuß. Ja. So sehe ich der. Also bloß nicht hier die Spring ins Feld, holt wieder und kommt rum. Aber wie gesagt, Luis muss jetzt bringen. Er hat genug erzählt. Jetzt muss er bringen. Hat er ja Ende der letzten Saison auch. Natürlich, aber das hat ja nicht gereicht, Junge. Das sind die Abzeige. Und das sage ich jetzt nochmal. Ich habe hier gesessen, ich konnte das nicht begreifen. Die laufen Ehrenrunde und werden beklatscht und zeigen aber aus der ersten Liga. Habe ich noch nie erlebt. Das hätte ich so auf Schalke nicht gehabt, auf Dortmund nicht. Die wären alle total sauer gewesen. Aber so ging das ja auch. Bis auf den schwarzen Block, den liebe ich nicht so gerne. Die habe ich nicht gerne hier im Stadion. Das ist meine Meinung. Aber hört sich durchweg erstmal positiv an. Ja, du kannst auch mal einen ganzen Film machen mit mir. Ja, ja. Ich rede ja schon mein Band ist schon voll, das läuft eigentlich gar nicht mehr. Du alter Sack. Aber wir sehen uns, oder? Ja. Kannst du was auch machen? Oder? Nicht so kritisch. Nee, 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 nee.